Mobile Kommunikation, das ist die Überschrift, ja, unter der diese Sendung jetzt eigentlich laufen kann. Aber eigentlich läuft sie unter dem Motto, Ihre Fragen, unsere Antworten. Denn Ihre Fragen, ja, die haben Antworten verdient. Denn, ja, sie beschäftigen sich mit unseren Produkten. Und da stehen wir natürlich gerne Rede und Antwort. Und wir bedeutet in diesem Falle Mr. Smartphone himself. Also der Mann, der eigentlich, ja, jedes Smartphone hier in- und auswendig kennt und der vor allem zu jeder Display-Schutzfolie erstmal adhesiv sagt. Die Rede ist von Kai Engelmann. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz, ganz schnell an, denn uns haben wirklich viele Fragen erreicht, Kai. Eine ganze Menge, ja. Und das ist ja einfach, ja, es fängt mit ganzen Kleinigkeiten an. Und die Fragen sind gerechtfertigt, denn wie kommt zum Beispiel eine App auf mein Smartphone? Wie kriege ich so ein Programm da drauf? Ja. Wie geht das? Ganz bestimmt nicht per Post. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Es gibt in jedem Smartphone, also in jedem Smartphone, was bei uns im Programm ist und was mit diesem klassischen Android-Betriebssystem läuft, gibt es einen sogenannten Google Play Store. Und den erkennen Sie daran, dass es hier so ein kleines Rechteck ist mit so einem grün-orange-roten blauen Pfeil drauf. Und da drücke ich mal drauf und dann bin ich schon in diesem Google Play Store drin. Und in diesem Google Play Store finde ich alles. Musik, Filme, Zeitschriften, Videos und natürlich auch Spiele. Und da kann ich mir eben dann alle Programme und alle Informationen dann zum sehr großen Teil sogar kostenlos runterladen, downloaden, wie man so schön heute sagt, und habe dann sofort die geilen Programme, Applikationen alle hier auf meinem Smartphone drauf. Das heißt, wenn Sie unser Smartphone nach Hause bekommen. 48 Stunden brauchen wir auch für dieses gute Stück, was hier vor uns steht. Das basiert auf Android. Android 4.2 ist der genaue Name des Betriebssystems. Und wenn Sie dann, ja, diese kleine Einkaufstasche sehen, da steht dann Google drauf, Play Store, drücken Sie drauf und schon können Sie sich dann Ihre persönlichen Apps, also Ihre persönlichen Lieblingsprogramme, eben auf Ihr Smartphone laden. Unser Smartphone ist vertrags- und SIM-Lock-frei. Das heißt, hier können Sie jede Art von SIM-Karte reintun und sofort lostelefonieren. Doppelkernprozessor ist drin, 1 GHz mit 3D-Beschleuniger. Und deswegen hat Kai zum Beispiel die Spiele erwähnt. Denn 3D-Beschleuniger heißt nichts anderes als zum Beispiel ein Rennspiel wie dieses Beachbuggy oder? Ja, und so ein klassischer 3D-Grafikbeschleuniger in der Kombination mit diesem sauschnellen, muss man wirklich sagen, Zweikernprozessor macht halt wirklich Laune. Nicht nur, wenn ich jetzt Spiele spiele, sondern wenn ich zum Beispiel auch Internetseiten öffnen möchte, mir vielleicht jetzt mal Newsletter runterziehe oder eben mal ganz kurz gucken will, was ist denn in der Welt so los. Unser SP121, das erste, was wir Ihnen in der Sendung vorstellen, ist so ein richtiges Jedermann-Smartphone. Das heißt also definitiv für jeden, für kleines Geld, mit einer Top-Ausstattung, eine 5-Megapixel-Kamera noch mit drin, bis zu 32 GB Speicherplatz. Aber Frage zum Thema Kamera. Ja. Wie greife ich auf die vordere Kamera für Schnappschüsse zu? Eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich gehe bei meinem Smartphone auf meine Fotokamera. Das ist ja das Schöne heute bei diesem Betriebssystem. Drücke hier drauf. Und dann habe ich hier definitiv die Möglichkeit, und es wird einem sogar noch angezeigt, hier oben dann entweder das klassische Selfie zu machen, und Sie sehen es, das ist wirklich absolut perfekt geschrieben, oder eben dann ganz einfach mit der normalen Kamera zu drücken. Das bedeutet also, dass ich hier einfach nichts anderes mache, als dann passend, er zeigt, ob das mal größer und kleiner zoomen kann, wird es auch gleich erklären, natürlich dann, und das ist das Tolle an dem Programm, meine Selfies machen kann. So, hier ist jetzt die Hauptkamera, das sehen Sie, die 5 Megapixel. Und dann kann ich, da ist ja der Carsten, hallo Carsten. Und dann kann ich natürlich eben noch hier oben über die Menüleisten dann mein Selfie einstellen und sofort habe ich dann meine persönlichen Fotos. Ja? Also Kamera kann man einfach drehen, das heißt, Sie entscheiden, in welche Richtung Sie fotografieren wollen. Jetzt sehen Sie sozusagen unsere kleine liebe Kamerafrau hinter der 3, da winkt sie. Das heißt, hier könnten Sie jetzt in die Richtung fotografieren oder gucken Sie, jetzt bin ich wieder dran. Und wenn wir, Kai, von dieser Kamera bei unserem SP121 reden, da ist ja sogar ein Blitz verbaut, ne? Genau, ein LED-Blitz ist mit drin, das heißt also auch abends, wenn Sie tatsächlich mit Ihrem Smartphone unterwegs sind, mit 5 Megapixel und Blitz arbeiten. Das heißt, keine roten Augen mehr und natürlich dann auch wirklich gestochen scharfe Fotos, auch wenn es draußen eben dunkel ist. Nehmen wir jetzt mal an, wir beide würden, also ich wäre jetzt Poldi und du wärst Frau Merkel, wir würden jetzt dieses berühmte Selfie nachstellen, so. Ja, genau. Zack. Kann man das dann auch einfach bearbeiten oder muss ich dafür ein extra Bildbearbeitungsprogramm? Das Geniale ist, dass wir eigentlich alles hier in unserem kompletten Programm mit drin haben. Das heißt, ich gehe hier definitiv auf meine Galerie, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Da unten ist die Galerie. Dann wähle ich jetzt ein passendes Foto aus und hier unten sehen Sie dann diese drei kleinen Kreise, die übereinander sind. Und da drücke ich dann drauf. Und schon bin ich in meinem Bildbearbeitungsprogramm drin. Da können Sie dann unterschiedliche Filter drauflegen. Das heißt also eher schwarz-weiß oder eher ein bisschen kräftiger von den Farben. Sie sehen es hier. Und kann dann natürlich, Sie sehen es unten an der Leiste, natürlich auch noch
Bildausschnitte machen, vergrößern und so weiter und so fort. Das heißt, das komplette Bildbearbeitungsprogramm ist in diesem Smartphone bei Google schon komplett, also bei unserem Android-Betriebssystem komplett mit drin. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Collagen damit erstellen wollen oder, überhaupt dann gehen Sie ganz einfach wieder in den Google Play Store. Da gibt es diverse Apps, also Programme, mit denen Sie dann Ihre Fotos noch weiter bearbeiten können, Collagen erstellen können, Comicbilder draus machen können. Da ist wirklich Ihrer Fantasie und Ihren Wünschen gibt es keinerlei Grenze. Und das Schöne ist, viele von diesen Apps sind sogar kostenlos. Jetzt eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto sitze und ich habe mein Bluetooth-Headset, kann ich auch dieses Gerät mit der Sprache steuern oder muss ich da wirklich immer die Finger für benutzen? Nein, also es geht überhaupt völlig easy auch. Sie gehen hier auf die Google-Sprachsteuerung, die ist in den Programmen auch mit drin und dann können Sie ganz klassisch normal mit Stimme eingeben. Jetzt muss ich es mal ganz kurz suchen, dann habt ihr die Google-Sprachsteuerung und dann haben Sie hier da Sprache und dann Restaurant Berlin. Tja, und schon gehen wir in Berlin essen. Das geht ratzfatz. PX3594 und die 569 ist die Bestellnummer für dieses SP121. Und wenn ich eben schon mit leicht spitzem Humor meinte, adhesiv ist eins der Lieblingsworte von Herrn Engelmann, kann ich Ihnen sagen, adhesiv ist die Displayschutzfolie. Und wenn Sie diesen Anblick gerade genießen, wenn Sie sagen, das ist aber mal ein richtig tolles Display, dann sollten Sie das auch schützen. Für 4,66 Euro, ganz ehrlich, gleich mitbestellen. Adhesiv, da bin ich jetzt der Experte, denn das hat mir Herr Engelmann mehr oder minder immer wieder erklärt, heißt selbstkleben, leimfrei. Das heißt, ganz einfach aufzubringen und auch wieder abzulösen. Das heißt, das, was Sie irgendwann bestimmt mal erlebt haben, wenn Sie eine Display-Schutzfolie auf ein Display aufbringen wollten, dass es danach aussieht, als hätte Ihr Smartphone plötzlich Pubertät, nämlich kleine Bläschen, die irgendwie überall auftauchen. Das passiert hier nicht, denn hier haben wir die Möglichkeit, erstens dadurch, dass es vom Hersteller SimValley direkt ist, zu sagen, es ist wirklich genauestens auf Ihr Smartphone zugeschnitten. Und das gilt auch für das SP121. Gleich am besten mitbestellen. Zum Bestellen brauchen Sie Folgendes. 0180 51 dreimal die 2. Das ist die Nummer des Callcenters. Oder Sie gehen einfach ins Internet. www.pearl.tv. Und wenn wir schon von Schutz reden, komm, der wird jetzt ein Platter, aber ein Überzieher muss auch sein. Ja, definitiv. Also Schützen ist heute schon ein Thema. Insofern sollten Sie hier mit diesem wunderschönen kleinen, super flexiblen Überzieher, also dieser sogenannten Sleeve, Ihr Smartphone schützen. Das passt perfekt auf das SP121 drauf, gerade bei jüngeren Leuten total gefragt. Ist ja so ähnlich wie eine Socke, aber aus diesem Vinylkunststoff. Das heißt, das kann ich jederzeit mal abwischen, das kann nicht dreckig werden und trotzdem wird das Smartphone perfekt geschützt, denn oben dieser Einnäher hier, der ist so eng bemessen, dass hier tatsächlich auch nichts abrutschen kann. Das ist eben genau der Punkt. Unter 10 Euro für einen Schutz, der Sie definitiv jeden Tag begleitet. Und Sie sehen es, so einfach holen Sie es raus und so einfach geht es wieder rein. Ganz einfach. HZ 2011 und die 569. Unter 10 Euro müssen wir sagen. Ne? Unter 10 Euro, das ist eben genau der Punkt. Und da gucken Sie mal, das ist wirklich wie eine Socke, aber das ist halt wirklich eine schöne, schützende Socke. Und das Ganze für unter 10 Euro sollten Sie am besten gleich mitbestellen. Ist auch wieder, sehen Sie, von eben unserem Markenhersteller. Und da können wir Ihnen dann natürlich sagen, wenn jemand selber das Gerät herstellt, dann weiß er natürlich auch, wie groß und wie klein ein Gerät ist. Das heißt, hier sind dann natürlich genau alle Maße so abgestimmt, dass diese Socke, der Sleeve, auch perfekt schützt. Und da sehen Sie sie, ist einfach toll. Da sehen Sie nochmal den Hersteller und dieser Hersteller birgt für Qualität und der liefert uns nicht nur die tollen Smartphones, sondern auch das passende Accessoire, unter anderem auch die nicht selbstklebenden Displayschutzfolien. Adhesiv wäre kürzer, aber ich habe gedacht, ich vermeide es mal. Also, das war unser erstes Smartphone und jetzt ist es soweit. Wir kommen mal zum Design-Highlight. Genau so kann man es nämlich ausdrücken. Ein absolutes Traum-Smartphone für jeden, der was für einen Augenschmaus sucht. Und das ist unser SP2X Slim. Heute übrigens zum absoluten Sonderpreis in der Sendung, ganz wichtig, unter 140 Euro, der absolute Granatenpreis, normalerweise knapp 170 Euro günstig, muss man auch dazu sagen. Das ist eigentlich schon, sei doch mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich schon ein Schnapper. Ich benutze das Telefon privat und ich kann Ihnen sagen, jetzt sehen Sie es nur von vorne. Wenn der Herr Engelmann das jetzt gleich mal von der Seite zeigt, dann fällt ihm mal auf, wie dünn das ist. Und das ist wirklich ein stylisches,
unwahrscheinlich tolles Telefon ist. Das verschwindet in jeder Sakkotasche. Das können Sie überall mit hinnehmen und es ist einfach wirklich ein Knaller. Der Akku hält richtig lange. Wir haben einen Dual-Core-Prozessor drin, A7 mit 1 GHz. Wir haben variablen Speicher, 3 GB Flash oder dann via Micro-SD-Karte, das kennen Sie von unseren Geräten, bis zu 32 GB. Wir haben eine Kamera mit 5 Megapixel und das ist schon mal für mich in der kleinen, in dieser dünnen, wirklich in dieser dünnen Telefoneinheit ist das mal der Oberknaller. 8 Millimeter sind das mal gerade. Und da gibt es natürlich auch ganz spezielle Fragen, zeigen wir Ihnen auch gerade im Film. Denn Frage 7. Kann ich auch damit Video telefonieren? Denn ganz ehrlich, es ist doch auch eigentlich wirklich ein Vorteil dieser Technik. Gucken Sie mal, die beiden telefonieren und die haben sich jetzt eine ganze Zeit nicht gesehen. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Ich mache es mit meiner Lebensgefährtin genauso, denn Skype heißt das Stichwort. Und das ist zum Beispiel eins dieser Apps, kriegen Sie im Google Play Store. Ganz einfach runterladen und schon können Sie loslegen. Dann sieht das genau so aus. Und das ist das Schöne, denn auch auf der Vorderseite ist eine richtig tolle Kamera verbaut. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, genau das zu machen, was damals eigentlich noch wirklich Science-Fiction-Technologie war. Unsere Kollegin spricht sozusagen in das Telefon, in die kleine Vorderseite. Kai zeigt das Ihnen gleich mal. Da oben ist die Kamera ausgespart. In die Richtung sprechen. Und schon sehen Sie sich beim Telefonieren. Und wenn man, so wie ich jetzt, ich bin hier, meine Lebensgefährtin ist woanders, dann macht das einfach richtig Spaß. Das ist wirklich Nähe und es ist ein schönes Gefühl, seinen Partner oder seinen Geschäftspartner oder sein Familienmitglied auch zu sehen. Das ist wie ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht, nur dass wir gegebenenfalls den ganzen Globus einmal schnell umrunden können. Und das Geniale ist, das ist alles kostenlos, denn es gibt ein sogenanntes Programm, das nennt sich Skype. Auch das können Sie wieder im Google Play Store, brauchen Sie einfach bloß hier aufs Hauptmenü zu gehen und sich dann diesen Google Play Store rauszusuchen, da dann definitiv einlinken und sich dann dieses Programm Skype runterziehen. Das ist dann so ein kleines Programm, so ein kleiner Button, da drücken Sie drauf und schon können Sie mit allen den Menschen, die eben dann passend auch ihre Daten eingegeben haben, natürlich perfekt dann, wie wir es gerade gesagt haben, von Angesicht zu Angesicht telefonieren. Finde ich ganz schön, denn es ist wesentlich persönlicher. Aber was unser SP2X auch noch abrundet, nicht nur, dass es traumhaft schön ist, für mich eines der schönsten Smartphones auf dem Markt überhaupt, sondern ich kann es auch noch als Navigation benutzen. Und das macht natürlich so ein Smartphone zu einem absoluten Tausendsasser. Und es hat sich übrigens tatsächlich bestätigt, was wir, als wir das Gerät letztes Jahr vorgestellt haben, uns gedacht haben. Es ist tatsächlich ein Frauensmartphone. Also unheimlich viele Frauen schlagen zu, weil sie das eben klein, handlich und schick finden. Und da gehört ja auch eine ganze Menge dazu. Denn so viel Technik, wie hier verbaut ist, für das Geld unter 140 Euro, finde ich absolut sensationell. Und es ist definitiv eins der allerschönsten Smartphones am Markt. Wenn ich die Magnum-Augenbraue hochziehe, verstehe ich nicht, wieso du direkt, wenn ich sage, dass ich dieses Telefon liebe und privat benutze, sagst, es ist ein Frauensmartphone. Vielen herzlichen Dank. Das war bis eben mein persönlicher Lieblingskollege. So schnell kann sich das ändern. PX3596 und 569 ist hier die Bestellnummer für, gucken Sie mal, 5,88 mm. So dünn ist das gute Stück. Und jetzt sehen Sie den Preis. Und das ist der Preis. 139,60 Euro für ein Smartphone. Für ein wunderbar dünnes Smartphone. Und jetzt überlegen Sie mal bitte. Sie können jede Art von SIM-Karte, die Sie haben, einfach reintun und loslegen. Und überlegen Sie mal, das zu dem Preis. Da zahlen Sie aber andernorts dann erstmal den Vertrag mit und. Bei uns kommt dieses Smartphone innerhalb von 48 Stunden. Das ist unser TV-Sonderpreis. Sie könnten es natürlich auch bei Pearl.de bestellen, also bei unserem Mutterschiff außerhalb dieser TV-Sonderaktion. Da würden Sie 169,90 zahlen. Das ist auch schon ein toller Preis. Aber 30 Euro haben oder nicht haben? Das sind schon 60. Sollten Sie sich jetzt wirklich mal gönnen. Ja, jetzt einfach anrufen, 0180 51 51 3x die 2. Denn ein Smartphone für unter 140 Euro, ein vertragsfreies Smartphone. In der mit Verarbeitung. Den Kameras, ja. Mit der Prozessortechnologie, dem in der Design. Verarbeitung, mit dem tollen Display. Unglaublich. Schlagen Sie jetzt zu, bevor es jemand anders tut und das Lager leer ist. Denn wir haben hier ein Smartphone ohne Vertragsbindung für unter 140 Euro. Das ist für mich einfach mal der Oberknaller. Natürlich haben wir auch zu diesem wirklich tollen Gerät eine Displayschutzfolie. Und da spiele ich jetzt ganz ehrlich, und wir gucken immer Fußball in Brasilien, deswegen spiele ich den Ball jetzt einfach mal als Bananenflanke à la Manny Kals, bup, zu dem Mann,
in dem olivgrünen Polohemd. Und was sagt der? Adhäsiv. Ja, war ja wieder klar. Ne? Also auch wieder selbstanhaften. Das bedeutet also beim ersten Mal verkleben kein Thema. Und der alte Spruch von uns, lieber ein Kratzer auf der Folie als einen auf dem Display. Denn auf dem Display kriege ich den nie wieder weg. Schön ist, dass man bei uns für unter 5 Euro diese Schutzfolien bekommen kann. Denn solche Schutzfolien kosten normalerweise im Fachhandel 12, 15, 18, 22 Euro. Und da fragen wir uns die ganze Zeit eigentlich immer, warum? Ja, original vom Hersteller, passt perfekt drauf. Mit dazu bestellen, damit sofort von vornherein nichts passieren kann. HZ2217 und die 569 und damit ist dieses wunderschöne AMOLED-Display. Das klingt ja noch so toll. Geschützt und vor allem adhäsiv. Und das ist ja das Schöne, denn das ist wirklich das Tolle. Sie können die Display-Schutzfolie abnehmen und wieder auftragen und somit entstehen keinerlei Blasenbildung, sondern einfach wirklich wieder abziehen und nochmal nachjustieren. Und somit ist das wirklich garantiert, dass Ihr Display danach auch genauso toll aussieht wie vorher. Und damit Ihr Smartphone geschützt ist, haben wir natürlich auch jetzt, und jetzt spiele ich wieder den Ball zu Kai rüber, denn ja, der hat es eben so schön erklärt, dass ein Sleeve eigentlich eine Socke ist und das bringt es auch wirklich auf den Punkt und das natürlich auch für unser SP2X Slim. Und da haben wir natürlich auch wieder, passend hier von Simvelle, eben dieses süße Söckchen. Drücken wir es mal so aus. Also wirklich aus feinem, robusten Kunststoff gemacht. Sie können es jederzeit, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, abwischen, sauber halten. Und natürlich auch hier der Rahmen oben so eng genäht, dass mir das Smartphone eben auch nicht rausrutschen kann. Wenn Sie wirklich eine kleine, günstige Lösung wollen für unter 10 Euro, dann müssen Sie ja einfach sofort mit zuschlagen und im Callcenter sagen, oh, hätte ich gern, HZ2011 und die 569. Dann ist nämlich das wunderschöne Aluminiumgehäuse hinten auch noch perfekt geschützt und Ihrem tollen Smartphone, Ihrem neuen Schatz kann eben nichts passieren. Und einer unserer werten Kollegen, der ist gerade in Brasilien unterwegs und der genießt da Fußball. Und kam eine Frage auf, denn der benutzt auch dieses Gerät und das ist auch ein Mann übrigens. Nur so als Tipp. Und der hat uns ganz klipp und klar als erstes sofort gefragt. Und da haben wir uns gedacht, die Frage können wir eigentlich an Sie direkt weitergeben. Ja. Kann ich das das Telefon auch wirklich mitnehmen und zum Beispiel im Ausland eine Prepaid-Karte einsetzen? Ja. Das geht. Wir haben ja ein sogenanntes Quad-Band-Smartphone. Das heißt, das ist in allen Netzen weltweit einsetzbar. Und Sie müssen dann eigentlich nur Ihre normale SIM-Karte, Ihren Mobilfunkvertragkarte rausnehmen, eine andere reinpacken und schon geht das los. Hat natürlich auch einen entscheidenden Vorteil. Ganz günstig im Ausland telefonieren, nämlich mit so einem Prepaid-Vertrag dann. Und schon habe ich die volle Kostenkontrolle auch im Ausland. Denn diese Roaming-Gebühren, die können einen wirklich Kopf und Kragen kosten. Also packen Sie hier definitiv dann jederzeit, egal wo Sie sind, eine passende SIM-Karte rein und schon haben Sie überall da Empfang, wo es normalerweise teuer werden würde. Das erklärt, warum unser Kollege uns permanent mit Bildern aus Brasilien konfrontiert. Das heißt, er ist losgegangen, hat sich dann mit seinen Portugiesischkenntnissen, und das hätte ich gerne erlebt, eine Prepaid-Karte gekauft. Gut, so, jetzt haben wir natürlich genau den Punkt. Wir haben jetzt das nächste Gerät für Sie, aber alle Geräte haben eine wichtige Eigenschaft. Es ist Ihr Smartphone. Und Sie möchten natürlich als Einziger darauf Zugriff haben. Und da stellt sich natürlich eine Frage, kann ich mein Handy einfach vor, ich sag mal, unbefugten Zugriff schützen oder ist das eine schwierige Aufgabe? Völlig easy, das heißt, ich gehe auf meinem Smartphone auf die sogenannten Einstellungen und die Einstellungen sind immer mit diesen kleinen Schiebereglern hier, das ist dieser kleine Button, da drücke ich drauf und dann scrolle ich wunderschön hier auf unserem SPX 28, übrigens jetzt endlich lieferbar, gehe ich dann bis runter auf Sicherheit und da drücke ich drauf und da heißt es dann Display-Sperre, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder Finger bewegen, so wie wir es gerade eben gezeigt haben, Gesichtserkennung ist übrigens auch möglich, eine der sichersten Sachen überhaupt. Spracheingabe, Muster, PIN oder Passwort. Das heißt, ich kann mir da entweder so mit so einem, übers Display ziehen, unter verschiedenen Möglichkeiten das eben aufrufen und somit habe ich sofort mein Smartphone perfekt geschützt und bei unserem SPX 28 sind wir jetzt bei unserem absoluten Oberkult angekommen. Wir haben so viele Vorbestellungen auf das Smartphone, wir haben es jetzt 3-4 Wochen schon vorgestellt, es ist endlich lieferbar. Das ist für mich ein absoluter Oberknüller, das ist so ein richtiges Business-Smartphone. 5 Zoll IPS-Panel in HD-Auflösung, ein absoluter Traum. Ultra flach. Also 12,7 Zentimeter, um es auf den Punkt zu bringen. Genau. Und das Ganze natürlich in brillanter HD-Auflösung, also 1280x720 Pixel. So ist es. Und das in einem wunderschönen, schmalen, flachen Gehäuse auch mit drin, mit einem 4-Kern-Prozessor, also ultra schnell. Aber was genau dieses Smartphone ausmacht, ist halt, dass ich hier auch wieder diese Dual-SIM-Funktion habe. Das heißt, ich kann also 2 verschiedene Mobilfunkkarten hier reinpacken in das Gerät und dann entweder
beruflich und privat das über ein Gerät, nämlich das SPX 28, koordinieren lassen. Oder eben dann, wie wir es gerade schon hatten, im Ausland dann kostengünstig mit einer zweiten Mobilfunkkarte mir dann eben die Inlandstarife sichern. Also absolut genial. Und das ist ja noch lange nicht alles, denn das SPX 28 hat ja eine Mörderausstattung so gesehen. Ich habe natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, variablen Speicher zu wählen. Das heißt, 3 GB Flash ist verbaut, aber ich kann natürlich dann über die MicroSD-Karte selber entscheiden, wie groß der Speicher sein soll. Das heißt, Sie entscheiden. Quad-Core-Prozessor ist drin, also Quad 4 Kern. Dann 1,3 GHz und vor allem ein 3D-Grafikbeschleuniger. Das heißt, hier machen auch Spiele richtig Spaß. Betriebssystem natürlich, klar, Android. Android 4.2, das bedeutet, kommt das nicht ins Haus. Ja, Flash-Inhalte zum Beispiel werden dargestellt. Das heißt, Videos, die Sie im Internet finden, dann auch. Und jetzt kommen wir eben zu, und das finde ich das Tolle an diesem Telefon. Überleg dir mal diese Zahl. 8 Megapixel mit LED-Blitz. 8 Megapixel, das ist die Kamera. 8 Megapixel, das war früher, noch vor ein paar Jahren, war das eine richtig große, klobige Spiegelreflexkamera. Mit LED-Blitz. Im Smartphone. Und 3 Megapixel vorne, also für das Selbstporträt oder für die Videotelefonie, die wir Ihnen eben schon vorgestellt haben, sogar 3 Megapixel. Und ganz einfach, ich habe hier wirklich ein tolles Smartphone mit 2 SIM-Karten. Und gucken Sie mal, das war Pearly, unsere Katze. Oder wie einer unserer Kameramänner immer gesagt hat, das ist Schorsch. Ich verstehe zwar nicht, wie er, aber gut, Schorsch hin oder her. Ja. Wir haben Fotos davon gemacht. Und jetzt gucken Sie mal, wie toll diese Fotos aussehen. Das ist gestochen scharf, das ist Druckqualität. Und das Ganze natürlich wirklich in Form eines Smartphones. Das heißt, hier haben Sie diese tolle Kamera immer dabei. Und das Ganze zu dem Preis. Jetzt zugreifen. Unter 250 Euro für ein komplettes Smartphone ohne Vertrag. Sie können sich damit navigieren lassen. Wir haben eine Bewegungssteuerung drin mit so einem sogenannten G-Sensor. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich eine Applikation, ein Programm runterziehen zum Wandern, zum Laufen, können Sie dann damit zum Beispiel auch Trittfrequenz, all diese Dinge komplett mitmachen. Sie können es weltweit nutzen und es unterstützt derzeit alle Standards, die für Mobilfunk ausgelegt sind. Es ist ein absolut geniales Smartphone, was eigentlich aussieht wie 600, 700, 800 Euro. Es liegt fantastisch in der Hand, hat eben diese IPS-brillante Technologie von dem Display auch mit drin. Also das ist für mich so ein Smartphone, wo ich sage, es müssen nicht immer 700, 800 Euro sein. Es geht bei uns auch für weit weniger Geld. Und vor allem vergessen Sie eins nicht, diese Doppel-SIM-Funktion. Das ist einfach genial. Die ist großartig. Eben haben Sie es gesehen, als das Foto von der Katze, also von Pearly zu sehen war, da so einfach funktioniert eben dieses Bild bearbeiten. Und wenn wir von Bildern reden, Kai, kriege ich die natürlich auch auf meinen Fernseher. Und das ist die Frage, die viele Menschen fragen. Kann ich mal die Inhalte meines Smartphones auch auf meinen Fernseher zeigen? Ja, das geht. Und zwar geht das in mehreren Varianten. Entweder, dass Sie ja ganz klassisch anschließen würden über ein USB-Kabel. Aber dieses Smartphone unterstützt Miracast. Und das ist ein ganz neues Thema, seit 2 Jahren auf dem Markt. Es gibt viele andere Hersteller wie Sony, LG, Samsung, die dieses Miracast auch haben. Das bedeutet also definitiv hier kabellos. Gibt es bei uns übrigens auch im Programm, diesen Miracast TV-PC-Stick bestellen, an den Fernseher anschließen und schon kann ich meine ganzen Daten, die ich auf dem Smartphone drauf habe, schauen Sie mal, jederzeit dann hier auf dem Handy auf meinen Fernseher projizieren und das funktioniert absolut genial. Für Fotos, für Videos, gerade bei der Kamera bietet sich ja das wirklich an, dann die hochauflösenden Fotos da mit drauf zu packen. Das ist wirklich absolut genial und natürlich haben wir auch hier die passende Schutzfolie für unser Display, denn adhesiv ist nun mal das Riesenthema. Und das auch Ganze natürlich für 4,66 Euro. Ja. Denn auch dieses Display sollte geschützt sein. Denn ein Kratzer auf der Displayschutzfolie ist schnell abgezogen. Ja. Ein Kratzer auf dem Display selbst ist ärgerlich. Also bestellen Sie es am besten gleich mit. HZ 2235 und die 569. Und da haben wir natürlich noch einige Fragen. Und zwar, wenn wir schon die ganze Zeit diese kleinen Apps da sehen, Kai. Brauche ich eine Kreditkarte, um im Google Play Store einzukaufen oder geht das auch auf anderem Wege? Das geht viel einfacher. Sie legen sich ein sogenanntes Google Mail Konto an. Das braucht man dann, um eben in diesen Google Play Store zu kommen. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, erstens mal Unmassen dieser Apps kostenlos natürlich sich runterzuladen oder dann dementsprechend ganz einfach über sogenannte Guthabenkarten. Es gibt ja diese Bonuskarten, diese kleinen, die man auch dann für die Amerikaner kriegt. Das bedeutet also Gutscheinkarten mir zu besorgen und dann gebe ich da einen passenden Code ein und dann kann ich eben genau in der
Preisklasse oder in den Mengen, die ich eben mir sozusagen aufgeladen habe, kann ich dann hier Programme runterladen. Das Schöne ist, dass Sie keine Kontoinformationen rausgeben müssen, sondern definitiv hier einzig und allein dann über ein Guthaben oder einen Gutschein dann auch Ihre kompletten Sachen runterziehen können. Und diese Karten gibt es wirklich überall, von der Supermarktkasse bis hin zur Tankstelle. Und egal, wo Sie dann hingehen, Sie sollten Ihr Handy immer ordentlich geschützt mitnehmen. Wir sprachen eben über Socken und jetzt legen wir noch einen nach, nämlich, da sehen Sie sie schon, unsere weiche Kunstledertasche. Die ist maßgeschneidert für Ihr SPX 28 und Sie sehen es, die hält das gute Stück bombenfest und da sehen Sie es, so toll sieht die aus. Und Kai hat es Ihnen eben gezeigt, da ist dann die Kamera perfekt ausgespart hinten. Das heißt, selbst in der Hülle können Sie dann ja, richtig toll Fotos machen. Denn mit der Megapixelanzahl, da macht natürlich Fotografieren dann doppelt und dreifach Spaß. Ja klar, sicher. Ich habe natürlich alles in einem Gerät. Und mit dieser Hülle, eben aus diesem Kunstleder, ist das perfekt geschützt. Die Kanten sind natürlich auch alle gummiert. Das heißt, es kann auch an dem Gerät nichts passieren. Und das ist alles für ganz kleines Geld bei uns zu kriegen. Unter 17 Euro mit der HZ2240 und der 569. Und so hat eben so ein wunderschönes Business-Smartphone auch gleich das passende, die passenden Büroräume sozusagen für mit unterwegs dabei. Sieht einfach toll aus. Und da wir hier sowieso zaubern, hat Philipp eben gerade auch nochmal gezaubert. Denn wenn wir schon gerade die Frage Miracast hatten und der Herr Engelmann sagte, es gibt dafür das passende Werkzeug, in Anführungsstrichen, dann papp, wurde es mal eben ganz kurz hier hergestellt. Denn das ist das gute Stück und das macht es dann eben möglich, genau das, was wir gerade sagen, nämlich Miracast, schon sehe ich. Alle Inhalte, also die Dia-Show meines Smartphones, findet nicht mehr auf dem kleinen Display statt und alle sitzen auf der Couch aufeinander und gucken auf ein kleines Display, sondern alles geht in groß. Und das ist das Geniale. Bis zu 8 Meter Reichweite gibt es damit. Sie müssen einfach nur unseren Miracast TV-PC-Stick in einen freien Steckplatz Ihres Fernsehers mit den HDMI-Steckern anklicken und einstecken. Und dann haben Sie sofort alle Inhalte, die auf Ihrem Smartphone drauf sind, natürlich auch jederzeit dann auf dem Fernseher. Und gucken Sie mal, das geht sogar mit Live-Bild. Ich habe jetzt mal die Kamera angemacht und gehe mal bei uns so durchs Studio. Und auf dem Fernseher sehen Sie gerade, dass das eben hier kabellos überträgt. Ist absolut genial gemacht. Ich gehe mal hin. Ja, genau. Geh mal, komm. Da, da sehen Sie ihn laufen, da ist er. Da. Hallo. Da und ist das er. Ist das Schöne, gucken Sie mal, so gestochen scharf. Und das betont nochmal, wie toll diese Kamera ist. Denn, gucken Sie mal, das ist wirklich große Qualität. Und das finde ich das Tolle. Und das Ganze zu dem Preis so klein und das Ganze in der Einheit macht einfach richtig Spaß. Unter 30 Euro, das muss man überlegen. Und das eben wirklich dann mit bis zu Full-HD-Darstellung. Sollten Sie also im Internet irgendwo einen tollen Kilo-Trainer sehen, der in Full-HD ist, dann können Sie sich den auf Ihrem Flachbildschirm zu Hause sofort dann eben auch kabellos angucken. Was ich aber genial finde, ist, wenn ich wirklich mit der Kamera Fotos gemacht habe und ich komme nach Hause, den kleinen TV-PC-Stick kann ich ja überall mit hinnehmen, dann ist es auch kein Thema, mal schnell bei einem Bekannten abends mal so eine Dia-Show zu machen. Alle ja, weil, seien wir doch mal bitte ganz ehrlich, machen wir bitte das Display auf. Es ist zwar toll, es ist groß, aber jetzt stell mal vor, jetzt kommen alle hierher und sagen, oh, zeig mal Kai. Ja, genau. So, und noch einer von hier und einer von da, das ist doch alles völliger Blödsinn. Hier geht es wesentlich einfacher, denn ich gehe einfach auf meine Galerie und kann dann hier definitiv natürlich alles an Bildern abrufen, was ich drauf habe und das natürlich kabellos dann in der Top-Qualität. Sie dürfen nicht vergessen, das ist eine 8-Megapixel-Kamera, die in dem SPX 28 drin ist. Und da ist es dann schon wirklich absolut genial, dass ich hier eben die ganzen verschiedenen Fotos und Bilder eben auch runterladen kann. Also es ist echt ein absoluter Klassiker, eigentlich schon jetzt, dass ich kabellos meine Daten definitiv auf einen Fernseher übertragen kann. Es gibt übrigens auch schon eine ganze Menge Smart-TVs, vielleicht haben Sie auch schon einen zu Hause, die dieses Miracast auch unterstützen. Also insofern ab sofort hier, wenn Sie jetzt zu Ihren Eltern fahren und von dem Nachwuchs Fotos geguckt werden sollen, geht das heute super genial im Wohnzimmer, auf der Couch mit dem großen Fernseher. Also wir sprechen Miracast, 3 Meter Reichweite, DNNA, 8 Meter Reichweite. Mhm. Wir reden von 16 Gramm, also ein technisches Wunderwerk mit 16 Gramm. So klein und kompakt kann Technik sein. Innovationen zuerst erleben, das ist das Motto von Pearl. Seit 25 Jahren. Und dieses Jubiläum wollen wir mit Ihnen feiern. Und genau deswegen sind eben diese Preise möglich. Und natürlich haben wir auch eine Bestellnummer für dieses kleine technische Wunderwerk. Die PX1434 und die 569 für diesen TV-PC-Stick mit Miracast. Wir haben aber noch eine Frage, ne? Wir haben ja viele Fragen. Ganze Menge noch. Ja. Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, denn wir haben die Videotelefonie beantwortet. Wir haben die Inhalte, wie kommen Apps drauf, beantwortet. Wir haben die Frage der Bezahlung beantwortet. Wir haben über den TV-P-Stick beantwortet. Und eine wichtige, also wirklich eine für mich wichtige Frage ist,
ich möchte ja wirklich nicht, dass irgendjemand mitwirkt. Das kennst du. Meistens hat man irgendwie das Telefon am Ohr und dann stellt man es laut und dann sitzt man im Zug und jemand hört es zum Beispiel nebenan. Die ganze Welt weiß, was bei einem Gibt's passiert. Gibt es die Möglichkeit, irgendein Headset, also ein Bluetooth-Headset, ganz einfach zu koppeln oder ist das auch schwierig? Oder geht das auch einfach über Einstellungen fertig? Völlig easy. Einstellungen und da gibt es dann hier entweder WLAN, das heißt, wenn Sie zu Hause ins kabellose Internet wollen, dann ist das da eingestellt und unten drunter ist Bluetooth. Und da drücke ich dann mal drauf. Und das Geniale ist, dass Bluetooth dann alle Geräte, die in der Umgebung sind und an sind, sieht. Das heißt, also der erkennt, da ist ein Bluetooth-Gerät und dann drücke ich nur noch auf Koppeln. Und schon kann ich wunderbar mit dem Headset beim Spazierengehen, beim Autofahren, was ich auch eine tolle Sache finde, mein Smartphone wirklich perfekt zum Telefonieren nutzen und habe aber beide Hände am Steuer und es hört niemand mit. Und das Einzige, was dann eben gehört wird, sind die Antworten. Aber kein Mensch weiß, um welchen Inhalt es sich geht oder dreht. Das ist eine tolle Sache. PX 1434 und die 569 übrigens nochmal hier für unseren Miracast-Stick. Und wir können Ihnen jetzt nur sagen, entscheiden Sie sich für eins der drei Smartphones. Sie können überhaupt keinen Fehler machen, ganz im Gegenteil. Alles für kleines Geld und Top-Technik. Für tolle Preise. Also rufen Sie an 0180 51 51 3 mal die 2. 2.